Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch und ich starte schon hungrig in dieses Video, denn wir essen wieder nur einen Buchstaben. Welchen? Das finden wir jetzt raus. Ich bin für S. Salat, nein. Suppe, Soße, Schokolade. Oh. Stopp, du darfst den Buchstaben aber nicht entscheiden. Wir nehmen wieder die Stadt-Land-Fluss-Variante. Lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn die Stadt-Land-Fluss wirkt. Okay, heute darf ich zählen, oder? Also ich sag A und du sagst Stopp. Hab ich letztens? Ja. Vicky hat gerade mein Handy nachgemacht. Serena hat die doofste Vibration. Die hat nicht so normales Nee, ihre Vibration ist Das stimmt gar nicht. Das soll die Standard-Einstellung sein. Nein. Nein, ein normales Handy vibriert einfach Egal. Ich will jetzt den Buchstaben wissen und ich will endlich essen. Ich sag Stopp. Okay, okay. Ich sag, also warte. Oh, Konzentration. A. Stopp. F. Hä? Hey, ich dachte, jetzt kommt B. Wie schnell bist du denn? Ich zähle immer voll schnell. Ich immer so A und in meinem Kopf. Und dann für B ist vorbei. Z und dann wieder A. Nein, aber es war F. Warte mal, mir fällt gerade nichts ein mit F. Feldsalat. Feigen. Magst du Feigen? Ja, ja, mag ich. Ist gerade Feigenzeit? Das ist doch immer. Nein, Feigenzeit ist nicht immer. Für jedes Obst gibt es eine Zeit. Wachsen Feigen bei uns? Du hast einen Feigenbaum. Stimmt. Ist da schon was drauf? Nö. Aber es gibt ja getrocknete Feigen. Aber ich möchte gar keine Feigen essen. Ich will lieber Fanta! Fanta will ich. Sehr gut. Fanta habe ich zu Hause. Und Fokolade. Ich probiere es jedes Mal. Und Pizza. Pizzas. Pizzas. Ja, siehst du, wir haben was Süßes gefunden. Okay, also das geht heute ein bisschen schleppend voran. Ich habe noch eine schlechte Nachricht. Oh nein. Wir können leider nicht jetzt gleich essen. Es ist 7 Uhr morgens gerade. Ihr habt richtig gehört. 7 Uhr morgens. Und wir müssen jetzt los, denn wir haben ein Fotoshooting. Erst danach können wir essen. Ich hoffe, der Spaß dauert nicht allzu lange. Ich habe nämlich echt Hunger. Wir nehmen euch überall hin mit. Zum Fotoshooting, zum Essen, zum Einkaufen. Ihr seid live dabei. Los, 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 los. Ich will gerade Vickys Süßigkeitenlade durchwühlen und mal gucken, ob ich mir da irgendwas mit F klauen kann. Hey. Reese's H.M.S. Sagen wir so, bis jetzt sieht's schlecht aus. Aber welche Süßigkeit beginnt auch mit F? Oh nein, ich glaube, ich muss mich geschlagen geben. Wir sind gerade auf dem Weg zu unserem Fotoshooting. Wir laufen dorthin, mindestens 50 km/h sind wir gerade unterwegs. Wir sind etwas spät dran. Guck mal, wie schnell die Welt vorbeizieht, weil wir so düsen. Und wir haben noch nichts im Bauch. Wir konnten noch nicht mit... Was ist unser Buchstabe? Ich habe schon unser Buchstaben vergessen. F. Ich bin verwirrt. Wir haben noch nichts mit F gegessen, weil wir keine Zeit hatten zu frühstücken. Aber ich freue mich schon auf... Falafel? French Toast! Das beste Frühstück mit F, oder? Wir sind ready. Fertig! Geschafft! Wie lange hat es eigentlich gedauert? Ich habe gar keine Ahnung. Halbe Stunde? Halbe Stunde bis eine Stunde ungefähr. Jetzt können wir euch leider noch nicht verraten, wofür das Fotoshooting genau ist. Aber ihr werdet es bestimmt mitbekommen. Wir werden es auch noch ankündigen und verraten. Und solange, ja, müsst ihr leider neugierig bleiben. Sorry, ich will es euch gerne schon erzählen. Ich darf nicht. Was wir bisher gesehen haben, sind die Fotos auf jeden Fall cool geworden. Und es hat super viel Spaß gemacht. Und jetzt das Beste ist, wir können jetzt endlich frühstücken. Hau den French Toast in die Pfanne. Das ist das beste Frühstück, das man sich mit F vorstellen kann. French Toast. Und ich fange jetzt gleich an zu essen, damit er nicht kalt wird. Leute, nennt mich schlau. Ich habe jetzt einfach mal gegoogelt. Lebensmittel mit F. Ich lese euch vor. Falafel, Fanta, Feige, Fenchel. Falafel, Fanta und Feige wussten wir schon. Das ist nichts Neues. Feta, Fladenbrot, Flammkuchen. Oh, ich liebe Flammkuchen. Wieso sind wir da nicht früher drauf gekommen? Wir müssen heute unbedingt Flammkuchen essen gehen. Fruchtsaft, Fruchtjoghurt, Feldsalat, Frischkäse, Fritten. Fritten! Blunder. Was ist Blunder? Kenn ich nicht, ich kenne nur Plunder. Okay, wir sind auf der Suche nach Essen mit F. Zitronen, Orangen, Kirschen, Pfirsich, Nektarine, Spargel. Hast du schon Feldsalat gefunden? Nee, ich glaube, den gibt's nicht mehr. Zuckermais, das ist was für Z, wenn wir irgendwann Z bekommen. Hä? Radieschen,
Paprika. Oh nee, wir haben einen doofen Buchstaben. Vicky, ich habe was gefunden. Fitness Cornflakes. Das hört sich nicht so lecker an. Aber das müssen wir eigentlich nehmen. Ja, bevor wir verhungern, ne? Okay. Wir haben die Falafel gefunden und ich finde, sie sehen sehr, sehr lecker aus. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Gibt ja noch was? Noch eine Packung Falafel. Frühlingsrollen. Die nehmen wir auch. Lecker. Wir haben ein Highlight gefunden. Fruchtzwerge. Lecker. Unser Mittagessen ist entschieden. Wir machen Frittatensuppe. Mein Ei geht nicht auf. Das werden vermutlich nicht alle von euch kennen, aber wir erklären euch das gleich. So, und jetzt muss ich mein Ei aufbekommen. Der Teig ist gut. Ich hoffe, das ist genug. Es stand 4 Portionen. Wir essen gerne mal für 4, aber es sieht voll wenig aus. Ich habe das mit der Hand gerührt. Könnte man dafür schon mal einen Applaus da lassen? Ein Daumen. Ja, oder so, ne? Ich habe einfach gedacht, ich mache das mal so heute. Jetzt machen wir das hauchdünn. Wir brauchen mehr. Noch mehr? Action! Nochmal! War gut? Jeder denkt sich jetzt so, hey, was will sie hier mit dem Pfannkuchen? Aber nö, nö, das ist die Ausgangslage für Frittaten. Frittaten sind kalte Pfannkuchenstreifen in einer Suppe. Und das war das Geheimnis. Und das Geheimnis schmeckt echt lecker. Also alle Österreicher werden sich denken, ja klar, kennen wir Frittatensuppe. Ich glaube, manche Teile in Deutschland sagen dazu Fledlesuppe. Auch mit F. Ja, stimmt. Bin mal gespannt, ob wir das lecker hinbekommen haben. Sieht schon mal gut aus. Die Suppe ist fertig und jetzt kommen unsere Frittaten hinein. Ich mag lieber richtig viel. Ja, ich auch. Nomi. Und ein Feinschliff. Eine Sekunde. Der Chefkoch hat auch noch tiefgefrorenen Schnittlauch. Oh, Schnittlauch. Das gehört in die Frittatensuppe. Das ist das Rezept. Lecker, lecker, lecker. Ich freue mich. Und als Nachtisch gibt es jetzt Fruchtzwerge. Ich habe die schon so lange nicht mehr gegessen. Ich habe auch gar keine Ahnung mehr, wie welche Sorte schmeckt. Schreibt mal, welche Sorte ist am leckersten. Banane, Erdbeere oder Aprikose? Bin überhaupt nicht so der Bananenfan. Deswegen werde ich, glaube ich, Erdbeere oder Aprikose essen. Nein, das ist nicht für dich. Das sind Fruchtzwerge. Keine Hundezwerge. Toll. Ich habe noch nicht mal aufgemacht und die wollen schon eins. Inne an und raus bist du. Okay, Erdbeere. Das ist eh so klein, ich kann von jedem eins essen. Die sind ja echt winzig. Nimi! Lecker. Wir haben einen Plan, wie der Tag jetzt weitergeht. Ich habe Sarina gezwungen, sie muss mir helfen. Wir werden jetzt meinen Keller ausmisten. Ihr habt schon manchmal in unseren Videos meinen Keller gesehen und der sieht wirklich schlimm aus. Da passt auch nichts mehr rein und da ist unnötiger Kram drin. Deswegen habe ich mir gedacht, nutzen wir den Tag heute, um den Keller aufzuräumen, auszumisten. Entrümpeln. Und Sarina hilft mir und ihr seid auch mit dabei. Wie man sieht, man kommt nur noch so seitlich hier durch. Was ist das eigentlich? Ein Regal. Okay, hier haben wir ein Schwimmbecken. Hier eine Schachtel. Und hier... Moosgummi. Schaumstoff. Und hier ist ein Spiegel. Ja, das. Und ein Ventilator. Und ein Rasenmäher. Das Lebkuchenhaus für nächstes Jahr. Hier ist einfach alles, Leute. Was haben wir hier? Oh, Raclette. Ein Fernseher. Hier sind Yogamatten, die noch kein einziges Mal benutzt wurden. Sportgeräte, ein Grillset, eine Fackel. Hier ist einfach alles, Leute. Alles. Was ist hier? Farbe. Happy Halloween. Okay. Eine Zotteljacke. Wie fangen wir eigentlich an? Was ist das Ziel? Ich habe keine Ahnung. Lass uns wieder gehen. Wir kommen hier nie wieder rein. Tschüss. Brillen. Hä, sag jetzt nicht, das sind lauter leere Etui. Ich kann für nichts garantieren. Dein Ernst? Brillengläser, siehst du? Oh, cool, das nehme ich. Der Rest kann weg. Hier, das kannst du jetzt essen. Fidschi, Setschi, Interi. Alles mit F, alles akzeptiert. Das sieht echt ein bisschen komisch aus. Oh, das geht nicht. Schneid einfach rein. 100 Stunden später. Feigig. Hol einfach eine raus. Das sind auch die Schnecken. Los. Das wollen wir nicht so nah sind. Tu es lieber in deinen Mund. Und wie schmeckt? Lecker. Echt? Mhm. Aber eine reicht. Oh, das ist bestimmt sehr lecker. Vicky, das musst du jetzt aber erklären. Die Pizza schafften sie von gestern, ich schwöre, ich habe nicht geschummelt. Auch wenn Vicky viel essen kann, 3 schafft sie nicht. Und außerdem gibt es jetzt Flammenkuchen essen, das ist Pizza in gesund und trotzdem lecker. Hast du einen Regenschirm? Yep.
Regenschirm ist dabei. Yummy! Sehr, 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 sehr lecker aus. Unser Flammkuchen. Voilà, das Abendessen. Früchte, Müsli. Können Sie mir die Milch geben? Milch beginnt mit M. Dein Ernst? Ja, wir können keine Milch reintun. Du kannst jetzt einen Löffel haben, warte. Trockenes Müsli. Mahlzeit. Du möchtest auch schon wieder im Video sein? Okay. Okay. Ganz so erfolgreich war es heute mit F irgendwie nicht. Aber der Flammkuchen und der French Toast war auf jeden Fall mein Highlight. Lasst dem Video super gerne einen Daumen nach oben da. Und sagt uns, wenn ihr noch einen Buchstaben haben wollt. Die Buchstaben gehen natürlich nicht aus und wir sind jederzeit bereit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.